Na, wenn das nicht Glück bringt. Tada! Auf Balu läuft ein kleiner Marienkäfer. Wie süß! Ich heiße Marvin. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mia ist auch heute mit dabei. Hallo. Und ja, das Wetter ist schön. Wir gehen jetzt hier gerade so ein bisschen durch die Gegend. Jetzt gerade mal nicht im Wald. Und ja, der Frühling ist da. Ja, Balu hat das auch schon bemerkt. Balu kommt auch so langsam in die Pubertät. Das wird sie gar nicht hören, ne, Balu? Das merkt man halt auch, dass er wirklich sehr viel Interesse zeigt für andere Gerüche und auch nicht mehr so alle Sachen so richtig schnell und lockerflockig ausüben möchte. Manchmal muss man ihn dann doch so ein bisschen dran erinnern, aber naja, mit Geduld und Ruhe schafft man auch diese Phase. Aber darum soll es jetzt eigentlich heute gar nicht gehen. Und zwar wollten wir euch heute mal erzählen, warum wir Balus Futter umgestellt haben. Und zwar ist es so, er hat ja vorher ja, auch vom Züchter immer Trockenfutter bekommen. Und es war eigentlich so, dass Balu immer Bauchschmerzen hatte. Also ich gehe mal davon aus, dass er Bauchschmerzen hatte, weil er einfach ja unheimlich viel Luft im Bauch hatte. Also was der immer gepupst hat, das war schon Wahnsinn. Und er hatte auch immer mit dem Stuhlgang Probleme. Wirklich, dass der Stuhl sehr weich war. Und ja, weitere Details möchten wir jetzt nicht nennen. Aber es war schon halt einfach nicht schön. Und deswegen hatten wir dann versucht, ein anderes Trockenfutter auszuwählen. Und auch damit ja, gab es eigentlich keine Besserung. Wir hatten ihn auch darauf langsam umgestellt. Aber irgendwie ja, ging es ihm damit nicht besser. Und dann kam einfach die Idee, ja, warum barfen wir ihn nicht? Weil das Problem ist ja einfach, im Trockenfutter wird ja so viel Mist reingemischt und ich sag mal, wenn er zwei Futtersorten nicht verträgt, warum sollte er denn die dritte Futtersorte vertragen? Und deswegen, Balu, komm weiter. Und deswegen haben wir, ich muss mal kurz hier ein bisschen wegziehen, sonst kommen wir nämlich gar nicht voran, ne? Pupsi. Ja, die Gerüche. Ja, und dann kam halt die Idee, okay, dann barfen wir ihn doch einfach. Und wir brauchten dann, weil wir haben nur so ein ganz kleines Gefrierfach, wir brauchten dann erstmal einen neuen Gefrierschrank und einen Standmixer und was nicht alles. Also von der Anschaffung her war das schon recht teuer, weil wir halt einfach diese Sachen nicht in der Größe wie diesen großen Gefrierschrank zu Hause hatten. Wenn man natürlich einen großen Gefrierschrank hat, braucht man das natürlich nicht. Komm, weiter. Aber mein Gott, hier liegt überall Hundekacki. Ich muss ganz ehrlich mal echt schimpfen. Ich kann es nicht nachvollziehen, weil hier, ihr seht ja, hier ist auch gleich der Weg. Kann nicht nachvollziehen, warum man das liegen lassen muss. Also es ist doch echt nicht schlimm, das einmal kurz wegzusammeln. So, ich mache mal kurz einen Break. Es kommen gerade ein Haufen Leute. So, jetzt können wir weiter filmen. Das war da eben viel zu laut an der Straße. Aber jetzt laufen wir einen etwas ruhigeren Weg. Und ja, wo war ich stehen geblieben? Genau, also Balu ist jetzt 7 Monate alt und 6 Tage, glaube ich. Genau, 6 Tage. Und wiegt 42,5 Kilo und hat eine Schulterhöhe von Balufui. Super. Nein, das funktioniert noch sehr schön. Was jetzt? Hat eine Schulterhöhe von 65, 66 cm circa. Und wenn ihr euch gerade fragt, was er gerade gefressen hat, das ist Rinderlunge, getrocknete. Ja, genau. Wir barfen ihn jetzt seit circa, ich schätze mal so 3,5 Wochen. Und ich muss wirklich sagen, ab dem allerersten Tag ging es ihm gleich schlagartig besser. Balu, fui. Fui. Super. Komm her. Komm her. Sitz. Och ja, der Bullmastiff hier. Das ist die Rinderlunge. Ja, bitte. Und seit dem ersten Tag geht es ihm wirklich schlagartig so gut. Also sein Verdauungssystem und so weiter, das hat sich alles so verbessert.
Und wie so eine Mahlzeit jetzt aussieht, das seht ihr jetzt. So, ihr Lieben, es ist die erste Futterlieferung gekommen. Ja, Balüchen, die erste Futterlieferung. Klasse. So, warte mal, ich muss mal einmal mit dem Messer rumhantieren. Da wäre es ganz gut, wenn du einmal ein bisschen... Ja. So, wollen wir mal reingucken, Balu? Okay, muss ich aufpassen, nicht, dass da irgendwie Trockeneis oder so drin ist, weil da darf man natürlich nicht mit in Berührung kommen. Ah, okay, da will es noch nicht. Balu, warte mal, erstmal den Hund einmal kurz beiseite, geh mal auf die andere Seite. Besser ist das. So. Goodie. Oh, es ist tierisch schwer. So, Balu, nein. Lass mich da erstmal reingucken. So, das packen wir mal weg. Ui, also es fühlt sich extrem kalt an, wenn man den Karton öffnet. Und es scheint hier zu riechen, weil Balu schnuppert hier wie verrückt dran. Also es ist mega gut verpackt auf jeden Fall. So, Balüchen, Achtung, geh mal einmal zurück. Mal einmal kurz reingucken. Ah, okay, das sind so Kühltaschen. Ich hole die mal einmal kurz raus. Jetzt habe ich das ausgepackt. Da waren noch zweimal Rinderniere, zweimal Rinderherz dabei. Aber ich bin noch lange nicht fertig. Was haben wir? Rindermuskelfleisch. Also hier sind noch mal zwei Tüten. Auch die packe ich aus und dann zeige ich euch das Ganze am besten oben auf dem Tisch. So, der große Fleischberg ist angekommen. Wir haben bestellt Rinderleber, Rinderniere, Rinderherz, grüner Pansen und ganz viel Rindermuskelfleisch. Wir haben uns jetzt am Anfang, da wir jetzt ja gerade erst anfangen mit dem Barfen, erstmal wirklich nur für eine Fleischsorte entschieden. Moment, weil du will hier gerade mit dem Karton abhauen. Er ist ja so ein Karton-Junkie. Und deswegen ist das jetzt erstmal alles vom Rind. Das ist aber auch noch nicht alles, was wir bestellt haben, weil alles habe ich jetzt leider bei dem Shop nicht bekommen. Und zwar die Knochen fehlen noch, der Fisch, aber das zeige ich euch denn, wenn die Bestellung von dem anderen Hersteller eintrifft. Ich denke mal, das wird morgen sein, aber auch das werde ich für euch abfilmen. Ja, und dann versuche ich das Ganze mal zu verstauen. Hurra, die zweite Lieferung ist da. Diesmal haben wir bei Graf Barf bestellt. Und zwar 2 Kilo Sprotten am Stück und zerkleinerte Knochen. Das ist jetzt Lamm, aber wir hatten ja erzählt, wir wollen erstmal nur bei einer Sorte bleiben. Deswegen haben wir auch Rind noch dazu bestellt. Das hält sich ja auch alles total lange. Ja, Balu kennt so sich mit Knochen noch nicht wirklich aus und er schlingt sehr. Deswegen haben wir halt die zerkleinerte Variante gewählt. Und 1 Kilo Lachsköpfe, weil wenn er umgestellt ist aufs Barfen, dann bekommt er einmal in der Woche Fisch. So sieht die erste Mahlzeit von Balu aus. Es besteht aus Rindermuskelfleisch und Karottenmus. So, Baluchen, bist du bereit? Bestimmt, ne? Der hat Hunger wie verrückt. So sieht das Ganze jetzt aus. Es ist Muskelfleisch vom Rind. Er läuft schon los. Und ja, Karotten. Und jetzt wollen wir mal gucken, wie er damit klarkommt, ob er es überhaupt frisst. Es gibt ja auch Hunde, die fressen das nicht sofort. Sit. Weil du nein. Nein. Ja, das riecht jetzt natürlich ganz. Ja, nein. Sitz. Ja, er hat Hunger. Und los, los. Wir sind gespannt. Ich habe ihn noch nie so langsam essen gesehen. Weil sonst immer so diese Trockenfuttergeschichten, da schlingen die ja so runter und... Da haben wir irgendwie mal was zum Kauen. Ja, das stimmt. Also da waren richtig, also ich habe das extra, das stückige Fleisch genommen, da waren aber richtig extrem lange Stücke drin. Ne? Die habe ich jetzt nicht komplett so lang gelassen. Ich habe sie jetzt erstmal nochmal einmal geteilt, um erstmal zu gucken, wie er überhaupt damit klarkommt. Oh, wie genüsslich er ist. Wahnsinn. Na gut, wir lassen ihn jetzt mal essen.
Und dann werden wir ihn danach mal beobachten, mal gucken, wie es ihm geht. Und dann melden wir uns später nochmal zurück. Schmatz, schmatz. Wir melden uns noch einmal zurück. Balu hat das Futter sehr gut vertragen und somit konnten wir am zweiten Tag mit dem nächsten Step weitermachen. Wie ich euch schon am Anfang des Videos erzählt habe, brauchten wir einen Standmixer. Und hier seht ihr einmal, wofür wir das Ganze benötigen. Und zwar ist es so, dass Hunde Gemüse und Obst nicht richtig aufspalten können, um dort an die Vitamine ranzukommen. Deswegen sollte man das Ganze pürieren oder eben, wie wir das machen, in einem Standmixer richtig schön zerkleinern. Bei etwas härteren Gemüsesorten hat es sich einfach bewährt, ein bisschen Wasser hinzuzufügen, weil dann schafft der Mixer auch, selbst die härteste Karotte schön klein zu pürieren. Und hier einmal die zweite Mahlzeit, bestehend aus Rindermuskelfleisch, grüner Pansen und Karottenmus und Zucchinimus. Auch diese Mahlzeit hat er sehr gut vertragen und deswegen konnten wir am nächsten Tag endlich Innereien aufs Futter geben. Dann haben wir ein Paket bekommen und zwar von Barf Kultur. Und ja, wir schauen einmal zusammen rein, was wir Schönes bestellt haben. Das finde ich auch total niedlich, da haben sie eine kleine Probe mit ins Paket getan. Für so kleine Leckerchen, die man sicherlich dort bestellen kann. Und Haribo macht Kinder froh. So, dann wollen wir mal schauen. Ganz viel Papier, wo sich denn die Ware befindet. Und zwar haben wir Folgendes bestellt. Einmal Seealgenmehl. Das benutzt man, damit der Jodbedarf beim Hund gedeckt ist. Und zwar achtet darauf, wenn ihr Seealgenmehl kauft, dass der Jodgehalt auch wirklich angegeben ist, weil auch dies muss man ausrechnen. Und dann haben wir zwei Flaschen noch von dem 369 Öl. Das ist Hanföl mit Lachsöl und Vitamin E. Dann zeigen wir auch nochmal, wie die Fischmahlzeit aussieht. Und zwar nimmt man da einfach die Muskelfleischmenge und ersetzt die gegen Fisch. Und dazu gibt es natürlich Knochen, Innereien, Pansen und Gemüse und Obst. Das ist das Seealgenmehl und einmal das 369 Öl. Und auch da sind wir gespannt, ob Balu das essen mag. Was guckst du mich so an, denkst du, ne? Super. Dann möchte ich euch noch zwei Bücher vorstellen. Einmal das Barf-Buch von Nadine Wolf. Und zwar in diesem Buch findet ihr nicht nur 14 Rezepte, sondern ihr findet wirklich auf all eure Fragen Antworten. Also dieses Buch ist wirklich sehr ausführlich geschrieben. Es beinhaltet die Futterumstellung, die ganzen Zusätze, was braucht man nicht, wozu braucht man einige Zusätze und so weiter. Auch selbst wenn Probleme beim Barfen entstehen, dann findet ihr dort wirklich nach Rat und also das Buch hat mir wirklich sehr gut geholfen und ich kann euch das wirklich weiterempfehlen. Und einmal Buchtipp Nummer 2. Ich muss von vornherein erstmal sagen, dieses Buch habe ich erst angefangen zu lesen, nachdem ich Balu aufs Barfen umgestellt habe. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es hat mich richtig schockiert, dieses Buch, und das möchte ich euch gerne einmal vorstellen. Ich lese euch einmal die Kurzbeschreibung vor.
Deutschlands Nahrungsmittelkritiker Nummer 1, Hans-Ulrich Grimm, hat mit Katzen würden Mäuse kaufen einen schockierenden Bericht über die Skrupellosigkeit der Tierfutterindustrie verfasst. Denn glaubt man der Werbung, ist das Beste für unser Haustier gerade gut genug. Aber statt ausgewogener Nahrung bekommen unsere vierbeinigen Lieblinge eine ungesunde Mischung aus Schlachtabfällen, Streckmittel und Stabilisatoren. Darunter auch immer wieder skandalös Klärschlamm etwa oder neuartige Inkredenzen aus Erdgas, gewonnen mit Hilfe von Bakterien. Ganz ohne Kennzeichnung. Damit die Tiere das überhaupt zu sich nehmen, werden Geschmacksstoffe beigemischt. In Katzen würden Mäuse kaufen, deckt sie Hans-Ulrich Grimm auf, die unappetitliche Wahrheit über kommerzielles Tierfutter. Und zum Abschluss möchte ich auch noch mal ein paar Worte an euch richten. Wir wollen euch auf gar keinen Fall mit dem Buch irgendwie verunsichern. Aber wer wirklich Interesse hat, sich da über das Futter einmal ein bisschen schlau zu lesen, dem kann ich dieses Buch einfach sehr empfehlen. Das war's denn auch mit diesem Video. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst auch gerne einen Daumen nach oben da. Und schaut auch gerne beim nächsten Video wieder rein. Habt einen schönen Tag und bleibt gesund.